Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. Ella, Seppo und aus dem Hintergrund hört ihr mich, eure Schulsozialarbeiterin. Heute möchten wir mit euch ein paar kleine Experimente machen. Für das erste Experiment braucht ihr 3 Gläser. Dann braucht ihr Gummibärchen, am besten jeweils 2 von jeder Farbe. Die legt ihr dann zusammen hin. Und ihr braucht Wasser. Das füllt ihr in jedes der Gläser. Ich bin hier heute nur die Assistentin der beiden Professoren, die mich anweisen. So, in dem grünen Glas lassen wir ganz einfach nur das Wasser und geben ein grünes Gummibärchen hinein. In dem zweiten Glas geben wir zu dem Wasser Salz. Gut ordentlich was Salz da reingeben. Das kann man jetzt noch was verrühren und was einziehen lassen. Und dann gebt ihr das orangene Gummibärchen hinein. In das dritte Glas gebt ihr neben dem Gummibärchen noch ein wenig Essig hinein. Ja, nicht zu viel. Ja, Herr Seppo. Okay, und ihr gebt das rote Gummibärchen hinein. So, und jetzt lassen wir das eine Weile ziehen und beobachten dann gleich mit euch gemeinsam, wir holen die nachher wieder raus, was damit passiert. Damit ihr euch in der Zwischenzeit nicht langweilt, haben wir noch ein weiteres kleines Experiment für euch. So, für das zweite Experiment braucht ihr eine Flasche, in der ihr etwas Essig füllt. Ihr braucht ein Päckchen Backpulver, das ihr mit Hilfe eines Trichters in einen Luftballon füllt. Jetzt setzt ihr den Luftballon auf den Flaschenhals. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ihr probiert am besten vorher, ob euer Luftballon über den Flaschenhals der Flasche passt, die ihr euch ausgesucht habt. Jetzt hebt ihr das hoch und schaut, was passiert. Was passiert denn da? Jawohl, unsere 2 schlauen Professoren lassen den Luftballon sich aufpumpen, ganz ohne dass wir da reinpusten. Ha! Super! Ein toller Anblick, auch wenn ich gerade durch die Sonne und euch unsere beiden Professoren nicht so ganz dolle zeigen kann. Aber das hat wunderbar funktioniert. Für unsere Gummibärchen braucht es immer noch ein wenig Zeit. Ich zeige euch das mal in der Nahaufnahme. Die fangen da zwar an, was zu machen, aber man kann noch nicht so wirklich viel erkennen. Da müssen wir noch einen Augenblick oder länger Geduld haben. Und hört mal. Könnt ihr das Rauschen hören? Das entsteht durch das Essig und das Backpulver. Da entwickelt sich eine Säure, die zu Gasen neigt. Und die Gasbildung sorgt dann dafür, dass sich unser Luftballon aufbläst. So, wir haben mal wieder die Gummibärchen zurechtgerückt. Die Gläser stehen wieder da. Der Ballon ist immer noch aufgeblasen und dekoriert Professorin Ella. Und unser weiser Herr Professor Sepp sitzt an der anderen Seite. Ich zeige nochmal unsere Gummibärchen. Was glaubt ihr, was mit den Gummibärchen passiert? Habt ihr eine Idee?
Schreibt sie uns gerne in einer Mail, in den Kommentaren oder unten drunter, weil wir verraten euch noch nicht, was genau am Ende dabei herauskommt. Wir lassen unsere Gummibärchen nämlich bis morgen so stehen und werden dann euch zeigen, grün war das Gummibärchen im einfachen Wasser, orange war das Gummibärchen im Salzwasser und rot war unser Gummibärchen im Essigwasser. Wir werden euch zeigen, was damit passiert. In diesem Sinne fordern wir euch heraus. Probiert mal, was ihr so macht mit Gummibärchen, was euch so gelingt. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr nicht ganz so viel Backpulver in den Luftballon tun wollt, ein weiteres Glas hinzustellen mit Wasser und Backpulver und da auch noch ein zum Beispiel weißes oder ein gelbes Gummibärchen reingeben. Auch das ist möglich. Beobachtet das Ganze mal und erzählt uns mal, was euch dabei so aufgefallen ist. In diesem Sinne sage ich für heute tschüss. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Heute aus der Hexenküche der Schulsozialarbeiterin oder aus dem Labor von Ella Eule und Rabe Seppo. Bis morgen. Tschüss.